Mit Vicky und Chapeau geht es bald zum ersten Auswärtseinsatz. Aber vorher soll ihm nochmal auf den Zahn gefühlt werden. Ja, wir sind hier in Merzen. Ganz spontan zu Rabea. Wir sind mit Chapeau hier, weil der hat wirklich scharfe Kanten. Er hat ja auch bei der AKU eine, ja, Diagnose ist das falsche Wort, aber er hat einen leichten Unterbiss. Und ja, wir haben uns gedacht, lieber jetzt ganz schnell etwas daran tun, dass er auch wirklich sein Futter richtig verwerten kann. Weil er ist ja recht schmal und wir möchten natürlich ganz gerne, dass er ein bisschen auslegt. Aber wenn die Zähne schlecht sind, das Futter nicht ordentlich zermalmt werden kann, kommt natürlich auch wenig an. Und jetzt gucken wir erstmal, wo Rabea ist. Für ihn ist das jetzt wirklich eine richtige Rundreise, weil von seinem Ausbildungsstall quasi auf den LKW, nach Lüsche zur AKU, wieder zurück zum Ausbildungsstall, zu uns und jetzt ja quasi am dritten Tag gleich wieder auf den LKW, ab zu Rabea in die Praxis. Aber ich bin heilfroh. Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie er sich benimmt. Der fünfjährige Chapeau kennt noch nicht so ganz viel und Ariane und Vicky kennen ihn erst recht nicht. Daher können sich ganz normale Dinge, wie hier das Abladen, auch schnell zu Überraschungsmomenten entwickeln. In Lüsche war er ein bisschen kernig, wenn da irgendwie was, wenn was von hinten kam oder sowas. Da stehen sie schon. So ist fein. Prima machst du das. Ganz vorsichtig. Klasse gemacht. Super. Schappi kann sie dann vielleicht auch zum Snowboardfahren mitnehmen. Rabea ist schon ganz gespannt auf den Neuzugang, hat aber eigentlich gar keine Zeit. Doch wenn die Eichenerke anrücken, werden sie dann doch schnell mal dazwischen geschoben. Beziehungen schaden ihm doch nur denjenigen, die sie nicht haben. Na, alles klar? Grüß dich. Grüß dich, wie geht es dir? Gut. Kommt rein, wir machen die Tür zu, wir lassen die Kamera mal draußen. Juhu. Nix da. Die Kollegen haben gesagt, Zähne müssen behandelt werden. Dringend. Tja, das wäre gut gewesen. Nein, ja. Das ist schon. Er soll einen Unterbiss haben. Ja. Da haben die aber gesagt, da kann man was gegen machen. Du bist Fachfrau. Ja, wir gucken, wie die Backen ziehen. Und das, was ich fühlen kann, ist ja wirklich ganz scharf. Okay. Also für mich, du sagst ja immer, es ist noch gar nichts. Und er ist aber wirklich ganz schmal und ganz dünn. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn er gut fressen kann, dass er vielleicht auch schneller auch auslegt. Wir gucken mal. Wir gucken uns das an. Wie heißt er denn? Chapeau. Chapeau, hallo. Chapeau fürs Zahn. Hallo, Chapeau. Okay, darf ich einfach Chapeau sagen, den Rest? Ja, genau. Schatzi. Ganz aufregend alles, ne, weil du alles mitgemacht hast, die letzte Zeit. Ja. Super. Ja, oh, knutsch du ganz auf. Oh, was hast du denn da gemacht? Lecko, Fanny. Das ist aber ein scharfer Kerl. Hab ich das gut gefühlt? Ja, und wollen wir den Wolfszahn auch rausmachen? Ich habe davon geträumt. Du hast davon geträumt? Ja. Oh, das ist gut. Wollen wir oder wollen wir nicht? Ja, logisch. Tetanus geben? Ja. Hust. Der ist Turnierimpfung hat der. Ja, Das letzte Mal Dezember letzten Jahres. Cool. Wir können helfen. Vielleicht geht er dann gar nicht mehr, aber wir gucken mal. Ach, das ist ja schon schön, wenn du den ohne Decke siehst. Der ist echt, also in Lüscher. Wir stellen den gleich gesagt, hier rüber. Das Gebiss ist quasi eher viereinhalbjährig. Genau. Ja, ja, ist so. Ne, also der hat noch Milchzähne. Also ein bisschen spät entwickelt. Genau. Du hast noch Milchzähne. Was denn? Kann das sein, dass sich irgendeiner mit Leckerchen besticht? Ach, kann ja. Das sein? Ist aber ein schlankes Modell, ne? Ja. In Lüsche hat der beim Pieksen immer weggezogen. Hast du Leckerchen in der Tasche? Ja, hat der immer weggezogen und dann haben die halt eine Nasenbremse drauf gehabt, weil er nicht stillgehalten hat. Echt? Bei dir habe ich ja schon ein bisschen gesehen, dass du dann trotzdem fein schön weiter. Leckerchen geben. Ganz ruhig. Gib mal weiter Leckerchen. Super. Na süß. Super. Super.
Für die Zahnbehandlung wird Chapeau sediert. Das ist keine Vollnarkose, aber er bekommt dann von der eigentlichen Behandlung nicht mehr viel mit. Das ist nicht nur sicherer für die Behandlerin und natürlich auch das Pferd, sondern hinterlässt dann bei ihm auch keine schlechten Erinnerungen. Aber erstmal muss das Narkosemittel irgendwie in seine Blutbahn. Macht der Chapeau richtig brav. Er ist ja wirklich 3 Tage erst jetzt, also heute der 3. Tag. Und jetzt fahren wir mit ihm durch die Gegend. Jetzt steht er hier ganz in Ruhe. Also wirklich toll, wirklich toll. Können wir gleich die Decke abmachen, wenn er ruhig ist. Soll ich das mal machen? Oh, siehst du wohl, fein. Komm her, ich mach die mal ab, ne? Sonst wird es ja viel zu warm. Ne? Ja, Zahnbehandlungstermine bei Rabea in ihrer Praxis in Merzen können ab sofort auch online unter equidentalcare.de gebucht werden. Auf der linken Seite fühlen wir, ne, dass er da noch einen Wolfszahn hat. Der ist schon ziemlich runtergenutzt, abgenutzt. Okay. Wolfszahn ist ja ein kleiner rudimentärer Zahn und das Problem ist, mit dem Gebiss klopft man den lose. Und Pferde, die nur einen Wolfszahn haben, biegen sich in der Regel besser zu der Seite, wo der Wolfszahn ist, weil die möglichst schnell vom Druck wegkommen müssen. Andersrum lässt er die äußere Hand stehen. Ich bin jetzt nicht der Reiter, aber hab mir das sagen lassen. Und dann sind die so ein bisschen so, ne, dass sie sagen, nicht rumgehen. Also dieser wackelt auch schon ein bisschen. Den würde ich gleich rausmachen. Dann darf er halt 3-4 Tage kein Gebiss haben, dann ist es wieder verheilt. Und was wir auch machen müssen, ist die Hengstzähne auf. Unten sind die schon da und oben sind die noch unterm Zahnfleisch. Dann hat er hier, ja, du bist jetzt, da ist der Milch, der bleibende Zahn und hier ist der Milchzahn noch. Hier, ne? Und da kommt schon der bleibende Zahn. Seht ihr, hier ist richtig viel Druck. Oh, ja. Und dieser wackelt schon. Ah, du, Gott. Die wechseln mit 4,5, ne? Gut, da wäre er jetzt ja wahrscheinlich hier drin. Und hier, der muss auch erst raus, seht ihr das? Der ist auch ganz scharf hier. Die machen wir zuerst raus, aber ich befürchte. Hast du das Stück gesehen, was da rauskommt? Ja. Ja. Ich helfe dir. Oh, das ist nett. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, ehrlich. Ist so nett. So. Wolfszähne werden aber ja normalerweise rausgenommen. Vor dem Anreiten, ne? Die kommen bevor zwischen, die angeritten. Genau, werden. Zwischen 8 und 18 Monaten in der Regel. Ja. Dann macht man die vor dem Anreiten raus, dann stören die auch nicht mehr. Das wurde dann wohl damals verpennt. Und danach hat wohl keiner mehr reingeschaut, der Ahnung hat. Ich mache jetzt erst die Milchzähne raus, weil ich nicht auf diese Milchzähne das Maulgatter setzen möchte, ne? Weil das mit Sicherheit sehr unangenehm ist. Oh, bin ich froh, ne, dass das jetzt so kurzfristig geklappt hat. Cool, oder? Ja. Das geht. Wie ist das mit deiner neuen Internetseite, mit den Buchungen? Voll. Das Formular? Das glaube ich. Voll. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass wir vielleicht erwähnen müssen, dass es nicht bei mir zu Hause stattfindet, sondern am Ruhlkamp 1. Mein Mann hat heute immer alle durchgewunken. Und gesagt, nee, muss zum Ruhlkamp. Wir müssen mal irgendwie größer schreiben. Ja. Also am Ruhlkamp 1, dann mit einem großen R am Anfang. Und sind hauptsächlich Zuschauer von uns oder auch ganz viele, andere? Also viele Stammkunden, also Hälfte, würde ich sagen. Ja. Ne? Viele Zuschauer und viele Stammkunden. Das Lustige ist, das Tolle ist, dass du die gleichen Kunden hast wie ich. Weißt du, also ne, so, das kristallisiert sich ja über die Jahre raus. Ne? Und die ersten Tage habe ich gedacht, oh, ne, ich kenne die ja alle nicht. Ne? Da bin ich natürlich auch nervös. Ne? Aber die sind alle voll toll. Alle. Schön. Das ist so schön. Na, guck mal, die Zahnfee, die kann heute Nacht aber Sachen bringen. Lecko fand. Ups, Entschuldigung. Gute Tierärzte oder erst recht Zahnbehandler haben in der Regel schon genug zu tun. Daher war Rabea nicht so wirklich begeistert, als Ariane sie davon überzeugen wollte, dass sie ihre Kompetenz bitteschön auch den Eicheneck-Zuschauern zur Verfügung stellen sollte. Nun, wo Rabea gemerkt hat, dass Menschen, die viel Wert auf die Gesundheit ihrer Pferde legen, auch im menschlichen Bereich sehr angenehm sind, bereut sie es nicht, dem zugestimmt zu haben. Freitags und Samstag steht sie für Zahnbehandlungen und noch das ein oder andere mehr, nun auch für Eicheneck-Zuschauer zur Verfügung. Online-Beratungen sind im Übrigen auch möglich. Das ist eine Großbaustelle. Nein, das ist ein junges Pferd. Du musst einmal durcharbeiten, von vorne nach hinten.
So ein Unterbiss. Alles gut. Kann der auch kommen, wenn wir hinten Unregelmäßigkeiten in den Backen sehen? Also, dass er gar nicht anatomisch gesehen einen hat. Ja, weil mich muss. Sondern, Guck ich mal gespannt. Ich auch. Ich finde das immer krass, wie brav die Pferde wirklich noch laufen. Ne? Ja, das finde ich auch. Der also, ich finde das schon. Also, das ist ganz irre. Ich finde das schon, genau, dieses nett, die sind so nett, ne, und machen alles mit. Und die werden einfach nur besser, wenn man ihnen hilft, ne? Einen richtigen Start. Ja, ja, wir haben ja immer so eine vorsichtige Eingliederung, ne, mit so separaten Paddock und sowas. Und er hat sich nach 30 Sekunden gedacht, dazu hat er keinen Bock, hat Anlauf genommen und ist dann über den Zaun gesprungen zu unseren anderen. Okay, Eingliederung in Kurzform. Genau. Wo ist der Zahn? Da oben. Ach so. Oh, ja. Ne, der wackelt auch schon. Also das ist nicht mehr dramatisch, den da rauszubauen in der Regel. Kannst du mal fühlen? Pass mal rein. Unten innen, oben außen. Flache Hand. Oh. Ah. Ja. Hier, guck mal. Der ist richtig, richtig. Ich habe da gestern, als ich dir die Nachricht geschrieben habe. Um die Ecke sind Handtücher. Habe ich reingefasst vorhin. Bin gleich mit dem Ratscher wieder rausgekommen. Ja. So, Schatzi, los geht's. Bist du bereit? Oh, er wird los. Ich da mal ein bisschen streicheln. Hört sich fast so an wie beim Humanzahnarzt. Wir gucken mal, wenn wir die Querrillen weg haben. Ja. Und die Häkchen, was von dem Unterbiss noch überbleibt. Okay? Ja, das war so meine Vielleicht-Theorie. Ich denke, dass wir den im halben Jahr noch mal nacharbeiten. Ne? Mhm. Möchtest du mal reinfassen? Auf der einen Seite war ich schon, auf der anderen Seite. Also hier war ich schon mal und die andere Seite noch nicht. Oh, oh. Das ist ja mal heftig, oder? Perfekt. Wenn jeder Experte auch weiß, dass er nur das kann. Ja. Das und nicht alle alles. Ja. Ich würde so immer so Geräusche. Da gehe ich eigentlich immer ganz gerne auf Abstand. Ich glaube, ich wäre die schlechteste Patientin beim Zahnarzt. Ich sage schon immer, wenn Sie irgendwas machen müssen, möchte ich sofort eine Narkose haben, also eine Betäubung. Und der eine Zahnarzt, der hat mir dann mal gesagt, nee, so tief müssen wir nicht. Und was ist passiert? Ich habe mich drauf eingelassen, todesmutig, ohne Narkose und er bohrt mir auf den Nerv. Das wünsche ich niemandem. Seitdem lässt sie sich schon immer vorher sedieren, bevor sie beim Zahnarzt an die Anmeldung geht. Das wäre denn quasi das Gleiche, wie als wenn du eine Pulpa öffnest? Ja. Das wäre dann auch so? Ja, genau. Das gleiche Prinzip. Ne? Pferde sind vielleicht etwas, die sind ja sediert, deshalb merken die das vielleicht nicht sofort. Ja. Aber, und die können auch noch selber ihre Pulpa verschließen, wenn man Glück hat. Ne? Okay. Die können quasi so Pulpensteinchen bilden. Mhm. Weil überleg dir, die beißen auf irgendwas in der Natur und dann hast du ja ganz viele Nervenkanäle in den Backenzähnen. Dann springt ein Stück ab. Und wenn dann natürlich entzündete Zähne kommen würden, hätten die sehr viel Probleme. Und irgendwie hat der liebe Gott das eingerichtet, dass die total toll sich die auch mal selber verschließen können. Aber ja, bestimmt erst nach ein paar Tagen. Ja, und aber das weiß man nicht genau. Und das sind alles so Sachen, die man dann histologisch nachweist. Weil es ist ja schon so, alleine wenn sowas offen ist und du atmest Luft ein, kalte Luft oder sowas, das zieht ja auch schon sofort. Das ist so. Bis sonst wohin. Ja, jetzt gucken wir uns nochmal die Schneidezähnchen an. Oh, das sieht ja jetzt brutal aus hier, wo das Stück raus ist. Oh, Hilfe. Findet ihr? Ja. Ja, stell dir mal vor, du würdest lachen und dann würde man sowas sehen. Ich finde, das ist nicht so schlimm. Guck, hier ist auch. Hier sind die Hengstzähne drunter. Seht ihr diesen Knubbel? Ja? Und schick, oder? Wie nochmal das fit. Gut. Mach einmal einen Halfter drauf. Wir machen oben die Hengstzähne auf. Ja. Damit wir nicht in die Versuchung kommen da. Ja. Ja, nun wird da voll saniert, kann man sagen.
Ich finde das schon ganz krass, wie brav der ist. Ich finde es aber auch ganz krass, wie scharf die Zähne sind. Wenn man da mal so guckt, da sind wirklich, ich nehme mal an, Milchkappen, Milchzähne. Ich konnte es nicht so richtig hören, die da drin steckten, wirklich für richtig Druck gesorgt haben. Das hat man oben am Zahnfleisch gesehen, wie weiß das einfach da schon war. Und jetzt bin ich ganz froh, dass das hier wirklich so schnell ging. Wolfszahn noch mit drin und jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Rabea, die Hengstzähne. Genau, wir machen jetzt die Schleimhaut der Hengstzähne auf. Ja? Das sieht etwas brutal aus, man macht es nicht mit dem Skalpell, weil wenn ich das nur gerade aufschneide, dann ist es morgen wieder zu. Das wollen wir ja nicht. Also, wir möchten jetzt quasi so eine unebene Fläche erzeugen. Okay? Okay. Du, also, du am besten da in die das. Ecke, also weil es knirscht jetzt einmal komisch. Nee, sehen nicht, aber hören. Da ist der Zahn durchgebrochen, ne? Hört ihr? Ja. Ach so, und dadurch, das ist jetzt quasi wie so ein grobes Schleifpapier. Genau, damit machen wir einfach so ein bisschen grobflächiger. Okay. Da, siehst du, hörst du? Schon ja. Da. Ne? Ach, und jetzt kann man war den das füllen. Wirklich nur so eine ganz dünne Schicht. Genau, aber dann, nein. Ja. Da ist so viel Druck drauf, das blutet auch nicht. Okay. Ne? Wir sind trotzdem Freunde. Ja. Pferde sind doch häufig die besseren Partner. Und wer das nicht glaubt, der möge doch mal mit einer groben Holzfeile im Mund seines Mannes ein bisschen herumrummeln, wenn der noch Hengstallüren hat. Und dann mal schauen, ob sie danach immer noch Freunde sind. Die dritten Backenzähne im Unterkiefer, die waren ein bisschen höher. Die oberen sind dadurch etwas ausgemahlen. Die unteren ersten waren ein bisschen zu hoch. Dadurch waren die ersten oberen ausgemahlen. Um das auszubalancieren, ist ein Jahr zu lang. Wir müssen einfach im halben Jahr nochmal, da wird nicht doll scharf sein, aber diese Balance wieder herstellen. Ja. Die ist unsere Ausbeute hier. Ja, die kannst du haben. Nein, die brauche ich nicht. Unsere Ausbeute. Die muss ja heute Nacht unters Heunetz. Ich glaube, das 24 Stunden Heu ist schon die Zahnfee. Das kann sein. Eins, zwei, drei. Wir hatten doch noch einen Wolfszahn. Ja, vier. Ja, Wahnsinn. Tada! Also, aber wenn der Olympia gewinnt, ne, kriege ich einen wieder. Dann kann ich den bei eBay verkaufen. Nachwuchsspringpferd. Ja, er fiel so gar nicht in unser Beuteschema, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir hätten, weil relativ klein, ja noch ganz, ganz schmal. Ja, aber so toll. Aber es ist, ich hab dir das Video ja, glaube ich, geschickt. Ne? Und das macht er wirklich Traum. Bei uns Und der weiter. Sieht ja unterm Sattel aus wie das Dreifache. Ja. Das ist ja so krass. So, hier ist der Zahnpass. Bitteschön. Perfekt. Muss ich mich erstmal entbluten. Der Aderlass war übrigens kostenlos. Sehr gut. Ne, einfach mal das aufgemalt. Welche zu hoch waren, sind ausgemalt. Ne, die Milchzähne haben wir gezogen. Die blinden Hengstzähne haben wir geöffnet. Der Wolfszahn ist raus. Sedationsmenge. Okay. Ja. Und was hat Rabea jetzt genau gemacht? Ich habe bei diesem jungen Herrn Chapeau vier Milchzähne entfernt. Die Dreier waren noch Milchzähne, die wechseln eigentlich mit dreieinhalb. Die wechseln eigentlich mit viereinhalb, so. Und die waren noch da. Ne? Ja. Der eine war sehr lang und tief, da hat der Bleibende dran vorbeigeschoben. Dann haben wir die Hengstzähne im Oberkiefer offen gemacht, da war nur noch so eine ganz dünne Haut drüber. Und links hatte der kleine Herr einen Wolfszahn, den haben wir entfernt. Dann haben wir probiert, so viel wie möglich, aber eben nicht ausreichend meines Erachtens nach, die Balance der Backenzähne wieder herzustellen. Etwas schlecht gewechselt. Schlecht gewechselt bedeutet einfach wahrscheinlich, die ersten unteren Backenzähne ein bisschen früher, die oberen hatten nicht so die Chance, dagegen zu schieben. Deshalb sind die etwas ausgemahlen. Und dann habe ich die unteren runtergenommen und das Gleiche ist bei den dritten unteren Backenzähnen passiert. Und er hatte so ein paar Querrillen und er hat sich selber verriegelt. Ne? Und dadurch hat er sich auch so ein bisschen festgehalten. Ja. Jetzt haben wir die Schärfen entfernt, wir haben diese ATRs, diese Querrillen weggemacht, haben alles probiert, ein bisschen anzupassen im Rahmen seines Alters. Und jetzt muss er aufwachen und darf 3-4 Tage kein Gebiss haben. Der Wolfszahn, der war schon instabil, den konnte ich wirklich so einfach mit so einem Löffelchen quasi raushebeln. Und deshalb kann er sich
bestimmt deutlich besser biegen. Ja. A, wegen dieser Querrillen, die sind ja weg. Und B, wegen dem Wolfszahn auch. Sollte ihm gut getan haben. Vielleicht nimmt er denn auch wirklich ein bisschen schneller zu. Vielleicht auch ein bisschen Stress gehabt. Ne? Ja. Ja, so ist das hier. Fliegender Wechsel. Chapeau und Vicky jetzt in der Aufwachbox sozusagen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, dass er relativ sicher ist, dass wir ihn transportieren können. Das wäre so natürlich ein bisschen gefährlich. Da kann er sich ja gar nicht ausbalancieren, geschweige denn sicher die Rampe hochkommen. Und von daher müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Aber ich bin heilfroh wirklich, dass das so ging. Weil da war ja doch schon einiges. Und ich finde es Wahnsinn, wie brav wirklich die Pferde noch sind, wie losgelassen die gehen. Und ja, neue Umgebungen, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, wie er sowieso ja gestellt ist. Er ist ja noch recht schmal. Er hat zum Beispiel viele Stellen von einem unpassenden Sattel. Und trotzdem geht er einfach vorwärts, abwärts. Er lässt sich links stellen, rechts stellen. Ja, der eine Weg ein bisschen schwieriger als der andere, aber er macht es trotzdem. Und das finde ich ganz Wahnsinn. Und ich glaube, deswegen sind wir als Pferdebesitzer halt einfach auch wirklich in der Pflicht. Und wir müssen das als unsere Verantwortung nehmen, wenn wir diese Pferde nutzen als Reittier zum Beispiel oder zum Fahren oder zu sonst was, dass wir halt wirklich dafür sorgen, dass die Basis gut ist. Und die Basis ist gut, wenn eine Dreipunktbalance da ist, wenn die keine Zahnschmerzen haben, wenn die ausreichend Futter haben, wenn sie grundsätzlich keine Schmerzen haben und natürlich auch Auslauf haben. Weil ich glaube, das ist man denen halt einfach auch schuldig, weil die sind so freundlich zu uns. Und ja, ich finde das einfach nur Wahnsinn. Ja, das erste Mal mit Firsty woanders. Kameramann Schappi, so wie alle anderen hier irgendwie auch. Ich nenne ihn Firsty, denn es ist mein Firsty. Und ja, er hat sich direkt eigentlich komplett daneben benommen. Und zwar, er ist über die Stange beim LKW gesprungen und hang da dann fest. Vorne fast überschlagen, weil er da ja an den Zügeln drin hängt. Ja, erstmal rausgeholt, jetzt steht er hier in der Box. Und ich hatte gerade eben schön Schokolade und Tee, solange Mama geritten ist. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie er das gleich mit den Stangen macht. Zu Hause ist er da ja am Anfang immer im Galopp drüber galoppiert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er das einfach ganz brav mit sich machen lässt. Chapeau alias Schappi, Firsty, Schatzi und Schnuckelchen hat Gott sei Dank just in dem Moment, in dem er mit den Vorderbeinen über die Bruststange im LKW gesprungen ist, realisiert, dass das nun eher eine ganz blöde Idee war. Schappi ist nicht in Panik verfallen und so lange regungslos stehen geblieben, bis die Stange am Befestigungshaken abgeschraubt werden konnte und er verletzungsfrei aus der Sache rausgekommen ist. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Befreit hat ihm im Übrigen der Kameramann. Nur falls einer fragt, warum das nun nicht gefilmt wurde. Ich bin richtig zufrieden. Ich bin aber auch wirklich jetzt kaputt durchgeschwitzt. Campi aber auch. Das war für ihn wirklich Hochleistungssport, glaube ich. Der hat wirklich durch die Länge der Bahn geritten und wechseln. Diese lange Stangenseite. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten drei Stangen gingen noch. Dann wurden die Augen von ihm immer größer. Die Ohren klappten immer mehr ab. Der Hals kam immer mehr zurück. Und er hat eigentlich gesagt, jetzt möchte ich ganz gerne stehen bleiben. Besonders in der Raute und am Abschluss mit diesen blau-weißen Dreiecken, wo er reinfußen sollte. Das war nun wirklich zu viel für ihn. Aber er hat das ganz toll gemacht. Ich habe wirklich mit viel Schlimmeren gerechnet. Und ja gut, Galopp wusste ich, wird sowieso nichts. Es ist ja schon ohne Stangen wirklich schwierig. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das hat ja dann auch noch geklappt. Nicht schön, aber wir waren im Galopp. Jetzt ist Vicky gerade losgegangen mit Chapeau. Ich bin gespannt. Es ist neue Umgebung, andere Pferde. Und Chapeau haben wir bei uns ja schon gesehen, hat mit den Stangen so seine kleinen Probleme, weil er möchte immer rüberspringen und nimmt dann halt Trappstangen als einzelne Hindernisse. Und das sieht nicht nur witzig aus, sondern es fühlt sich bestimmt auch so an. Und ich bin gespannt, was er da jetzt gerade macht. Mein Sohnemann, zweiter Kameramann, sorgt auch wieder für tolle Aufnahmen, hoffe ich. Weil ich kann mir vorstellen, das sieht richtig krass aus, wenn man wirklich über diese Stangen trabt und vielleicht auch so ein bisschen die Aktion sieht. Die angestrengten Köpfe, nicht von den Pferden, sondern von den Reitern. Und da bin ich ganz gespannt drauf. Gehen wir an die Arbeit.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass so ein Stangenlehrgang richtig, richtig Spaß macht. Es ist wirklich was für den eigenen Kopf. Es ist wirklich was für die Pferde. Und jetzt speziell für Campi und mich war wirklich die Herausforderung, erstmal über die Stangen zu kommen. Wie man hier auch sieht, es geht wirklich ein buntes Bild durch die Halle. Und es ging gar nicht darum, gerade über eine Stange oder über mehrere Stangen zu gehen, sondern die ersten 5 gerade auszunehmen und dann plötzlich abzuwenden und auf andere zuzureiten. Und mit einem Pferd, was sich da zum Beispiel festmacht oder was einfach nur monoton sein Turn läuft oder nicht richtig an den Hilfen steht, wird das natürlich richtig schwer. Und das fand ich ganz, ganz irre, wie das hier wirklich viele Pferde mit Bravour meistern, viele Reiter wirklich richtig toll meistern, wo man nichts sieht, wo sie einfach ein eingespieltes Team sind mit ihrem Pferd. Das fand ich ganz, ganz toll zu sehen. Ich habe auch Pferde gesehen, die wirklich Angst hatten. Die sind hier wirklich die lange durch die Mitte durchgaloppiert, über alle Stangen gestolpert. Da ist ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und danach war ich dran und ich habe gedacht, oh, hoffentlich macht Campi das irgendwie. Aber er bleibt ja eher stehen, als dass er losläuft. Also von daher konnte ich da ganz entspannt sein. Aber ich kann nur jedem empfehlen, das wirklich mal zu machen. Das macht Spaß. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Vicky und Chapeau sind hier in dem kleinen Vorbereitungsviereck. Richtig schön. Chapeau ist ganz entspannt. Das sieht wirklich gut aus. Sie reiten sich jetzt ein bisschen warm. Und dann bin ich gespannt, was wirklich auf der anderen Seite hier passiert von der Litze. Genau, macht ihr alle einmal einen Handwechsel gleich auf die linke Hand. Für Chapeau und Vicky ist es das erste Mal, dass die beiden auswärts in einer Halle reiten. Und überhaupt der erste Stangenlehrgang in ihrer Reitlaufbahn. Viel Zeit zum Üben haben die beiden noch nicht gehabt, da Chappi nach seiner Zahnbehandlung auch erstmal ein paar Tage Pause machen musste. Es bleibt also spannend, wie die beiden hier jetzt so klarkommen. Gut. Habt ihr alle soweit sortiert und noch ein bisschen eure Gürtel einmal nachkontrolliert? Selbstverständlich nicht. Und nun der erste Versuch. Gerade davor und schön gerade weiterreiten danach. Genau. Macht nichts, genau, alles kein, macht nichts, alles kein Problem. Machen wir gleich direkt nochmal. Ich nehme mal eine Stange zwischen weg. Gut. Einmal kurz warten, Claudia, den einen nimmt dazwischen weg. Das ist für den anderen einfacher. Hat ein bisschen Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. Genau, hat ein bisschen Zeit dazwischen. So, guck mal, das ist einfacher. Gut so. Chapeau gibt sich alle Mühe, bloß nicht an die Stangen zu kommen und entblößt ein bisschen seine schöne Gangart. Vielleicht wird das ja auch noch ein Dressurpferd. So, guck an, prima. Warten, einfach ganz ruhig, einfach nichts machen, einfach warten. Gut, Victor, guck mal, wird schon viel besser, ne? Geht schon viel gelassener drüber, ne? Alle einmal Handwechsel. Gut. Achso, 4-4. Die müssen auch mit. Ja. Gleiche Sohle. Anja. Macht nichts. Wurde ja vorher auch nur 5-mal vorgemacht. Gut, Victoria, gut so, prima. Alle anderen können einmal kurz Schritt reiten, einmal loben. So, wichtig ist, äußeres Bein jetzt dran und äußeren Zügel so außen begrenzen kannst. So. Ja, dann kommt immer noch so ein ganz bisschen, dass er über die Schulter nach außen wegläuft. Also 6er Reihe, halben Bein wechseln und dann durch die Mitte. Der Schwierigkeitsgrad steigt zu langsam. Nun muss nur noch einer den Anfang machen. Ich glaube, Victoria fängt an. Die ist schon unterwegs. Genau. Genau. Schön gerade davor. Es ist so eine Spitze. Ist für die Pferde ein bisschen schwieriger zu taxieren. Aber einfach davor rein. Guck mal, was er davon macht. Guck mal. Guck da gar nicht nach. Sehr gut. Und einmal durch die Mitte. Genau. Claudia steht im Weg. Stand im Weg. Jetzt nicht mehr.
Blick nach vorne, Blick nach vorne. Mach nee, nicht schlimm, ist nicht schlimm, einfach warten. Machen wir eh gleich nochmal. Ne? Wusste er nicht, wie er es lösen sollte einfach. Ne? Da kam nach dieser erhöhten Kanne so eine Schräge mit einer Spitze. Er wusste nicht so genau, was, wie kann ich das denn jetzt lösen? Und dann springt er einfach, ganz normal, ist nicht schlimm. So, guck mal, hat er sich gleich gemerkt, ne? Schlaues Pferd. Super, er macht nichts, wenn er da einmal gegenkommt. Einmal klopfen, ne? Sehr schlau. Da hat er sich gleich gemerkt, okay, das geht auch so. Muss ich gar nicht springen. Das macht er allerdings am liebsten. Bis hierhin haben die beiden das schon richtig gut gemeistert. Dafür, dass sich die beiden erst seit knapp 2 Wochen kennen, ist es sogar sehr gut. So wie es ausschaut, kann die Probezeit schon bald ad acta gelegt werden. Und durch die Mitte? Aber auch die weiteren Teilnehmer machen ihre Sache gut und geben zusammen mit ihren Pferden ein richtig schönes Bild ab. Fast so, als würden sie das jeden Tag machen. Gut, Anja. Hätte auch einen weniger machen können. Ja, guck mal, das war besser. Gut. Immer und wieder warten. Gut. Rechte Hand. Viereck. Müssen wir, glaube ich, aber gleich Anja da wegschicken, aber ich glaube, das schaffst du. Genau, Achtung. So, guck mal. Prima. Gut. Und oben 4-4. Auf groß ist nicht so schlimm. Gut hat er es gelöst, ne? Sehr schön. Nicht zu eng wenden da oben. Platz lassen. Gerade richten. Achtung, Claudia. Bei so viel Stangensalat und Gewusel in der Halle kann man schon mal den Überblick verlieren. Gut, dass die Pferde meistens noch selber ihren Crash-Sensor benutzen. Motorräder sind da beispielsweise ihrem Fahrer gegenüber wesentlich loyaler. Was aber nicht unbedingt als gut bewertet werden könnte. Bisschen aufwendig, aber brav, ne? Trag mal weiter, mach das nochmal direkt. Dass er einmal so ein bisschen in den Rhythmus kommt, dass es nicht schlimm ist. Trainerin Elke van der Werf achtet vor allem darauf, wie Pferde und Reiter zusammenspielen. Der Reiter soll hier lernen, sein Pferd zu führen, aber nicht zu stören. Dieser soll möglichst nur die Linie vorgeben und das Pferd lernen, seine Füße entsprechend den Bodenanforderungen zu sortieren. Einem unerfahrenen Pferd fällt das natürlich deutlich schwerer als den alten Hasen. Mal besser, einmal klopfen. Gut. Ne? Immer noch aufwendig, aber gerade jetzt in dieser Richtung, jetzt gerade beim zweiten Mal. Ne? Er hat natürlich sehr viel Respekt vor der Stange an sich. Ne? Er ist ja sehr, sehr, sehr vorsichtig, was das angeht, aber er macht es jetzt brav. Hätte man nichts gesagt. Genau, brut, jetzt einmal hoch. Brut. Das ist besser, guck mal. Viel besser, gut. Huch. Alles gut, genau. Guck mal, darfst du das? Darfst du eins? Während die einen arbeiten müssen, werden die anderen an der Bande bestochen. Dann musst du ja auf groß, passt du nicht so gut. Gucken, wo du hin möchtest. Gucken, wo du. Genau, eher wenden. So. Ja, gut. Sieht wirklich witzig aus. Gut. Jetzt reiten wir hier oben. Jetzt geht ihr gleich auch von der rechten Hand aus. Fein, klasse. Genau, ein bisschen brut.
zu weit innen, ne? Die Linie ist nicht optimal. Mehr mittig reiten, Victoria. Beim nächsten Mal jetzt auch. Genau. Mittiger, mittiger. Machen wir den Ziegel ein bisschen größer. So. Einmal durchkommen. So. Hier ein bisschen mehr hinreiten. Das besser. So, guck an. Reiz, reiz einmal weiter, reiz nur die vier bei mir. Mach's nochmal. Beim Zirkel reinreiten, über die erste Stange, so ein ganz Tickchen mehr nach links. Ganz bisschen mehr Platz hat zu der anderen lilanen Stange, die da schräg drin liegt. So, guck mal. Das besser, ne? Regt er sich nicht so auf. Weil du kamst immer so ein bisschen hier. Ne, und dann hat er immer diese hier immer mit anvisiert. Ne? Dann kriegt er hier so kleine Rappel, weil du so schräg davor kommst. Ein ganz bisschen mehr Bogen rein, das ist für ihn einfacher. Dann muss er nicht so viel drüber nachdenken, was denn, wo er wohl hin sollte. Dann ist die Linie ein bisschen klarer. Denk daran, dass du den Zirkel so ein ganz bisschen mehr ausholst. Nicht zu eng innen reiten. Die Linie ist gut, auch wenn jetzt ganz bisschen nach außen wegläuft. Gut aufgepasst hat er da. Macht nichts. So, eine Runde noch. Prima. So, das war noch eine schöne Runde. Danach kannst du gerade ausreiten. Huch, genau, gut. Manchmal ist es so ein bisschen Unerfahrenheit, ne? Dann könnte er einfach einen kleinen machen, versucht er aber auf groß noch drüber zu kommen. Ne? Es ist ja nicht schlimm, wenn er einmal auf groß geht, mal einen kleinen davor macht. Er muss ja so ein bisschen auch seine Balance und seinen Takt finden. Er macht das aber im Allgemeinen sehr brav, so, ne? Ganz, eigentlich so von Ablauf ist er ja sehr gleichmäßig. Zwei, drei, eins, zwei, drei. Ja, einfach nur Zirkel, ruhig zweimal nacheinander, bisschen Rhythmus finden. Ihr könnt euch die Hand aussuchen, ob links oder rechts. Ihr müsst sowieso beide. Oh, ja, wir galoppieren, es wird gewirrt. Das heißt dann so viel wie, Achtung, ich komme jetzt. Dann stellt sich auch keiner mehr in den Weg. Ja, das liegt ihm. Genau, links, genau, nicht zu langsam, ne? Innen so ein bisschen Impuls am Schenkel lassen. So, guck an. Macht er sehr schön. Einmal noch die einzelne und dann kannst du die Hand wechseln. Gut. Das geht sehr einfach mit ihm, ne? Weil er ganz gleichmäßig galoppiert, ne? Ist ganz gleichmäßig an der Hand bei dir. Hast du super Linienführung gefunden. Genau, machen wir einmal rechts rum. Gut, Victoria. Ja, da musste er, es wäre zu klein geworden, das konnte er noch nicht tragen. Ganz bisschen mehr galoppieren, ganz, ganz, ganz minimal, so, genau. So, ja. Prima, einmal noch die beiden in der Mitte. Das passt super, sehr gut. Einmal klopfen, prima. Ne? Sehr schön geritten. Aber ne, super Linienführung gefunden, macht das ganz gleichmäßig, alles aus einem Guss, sehr gut. Ne? Die erste war einfach nur ein bisschen zu dicht, das kann er dann noch nicht tragen. Darum hätte er ganz, ganz klein galoppieren müssen, das konnte er noch nicht. Und jetzt noch einmal die Abschlussrunde in Schön. Sehr gut, guck mal, ganz gleichmäßig, ne? Sehr schönen Ablauf da. Einmal durch die Mitte.
rechte Hand. Und nimmst du oben einmal die Sechserreihe nochmal mit zum Abschluss. Ne? Das finde ich sehr, das ist ein schönes Pferd, also sehr ansprechendes Pferd. Ganz gleichmäßig im Ablauf. Ist natürlich ein bisschen grün doch. Hat sehr viel Respekt vor der Stange. Aber ist jetzt nicht ängstlich dabei. Hat einfach, ist sehr, sehr vorsichtig. Aber nee, gefällt mir gut. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein guter Springer ist. Angefangen habe mit den Worten, der springt immer nur über die Stangen. Ist er eigentlich gar nicht gesprungen. Ja. Das ist, was ich ja am Anfang sagte, der Effekt von den Mähren. Mhm. Dass sie eigentlich gar nicht so viel Zeit haben, zu überlegen. Sie überlegen das und haben ziemlich schnell den Bogen raus, wo es eigentlich rumgeht. Ja. Und weil es immer was anderes ist, immer andere Linienführung, geht ja nicht immer nur geradeaus. Leider. Das, ist auch sehr anstrengend für die Pferde, vor allem für ein junges Pferd. Ich sagte gerade schon, er hat sehr viel Respekt vor der Stange, ist aber nicht irgendwie, also jetzt nicht überfordert dabei. Der will alles richtig machen. Deshalb ist er ab und zu mal, dass er so ein bisschen übermütig ist an der Stange. Aber sonst macht er das seinen Job ganz gut. Und Victoria ist ja wirklich sehr ruhig dabei. Ne? Ja. Also vorhin hat sich mal erschreckt. Mhm. Der ist ja ganz cool dabei und klopft ihn einmal. Einmal wieder Ruhe reinbringen und dann geht's weiter. Ja, ich glaube, die beiden wären ein ganz gutes Team. Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein guter Springer ist, weil er eben auch so vorsichtig ist. Ja. Und auch gerade in der Galoppade schon sehr gesetzt und sehr gut bei ihr. Die Galoppstrangen waren ja gar keine Probleme. Nee, das ist dem Element. Ja, genau. Das ist wirklich so. Sagte sie ja gleich, will jemand galoppieren? Ja, ich. Ich. Also macht er wirklich gut. Also, ja, richtig schön. Ich würde sagen, also dafür, dass ihr gesagt habt, der springt nur, ist er ja gar nicht gesprungen. Nein, wir haben wirklich bei uns diese Reihe runtergelegt. Ne? Und so lange, bis es einfach geklappt hat. Mhm. Ja, richtig schön. Vielen Dank. Mal was anderes für die Pferde. Hat mich gefreut. Das hat er richtig, richtig gut gemacht für sein erstes Mal Stangenlehrgang. Für mich das erste Mal Lehrgang. Und dafür, dass wir zu Hause mal so viel Stangen gemacht haben, hat er das jetzt richtig gut gemacht. Besonders der Galopp, aber das ist ja eh unsere Gangart. Das war richtig gut und ich bin sehr stolz auf meinen kleinen Firsty, dass er das so toll gemacht hat. Ich dachte erst, durch die Länge der Bahn wird eine Vollkatastrophe, dass er da stolpert, hinfällt oder sonst was. Aber das hat er bis auf so ein paar Stangen richtig gut gemacht. Das Dreieck hinten fand er ein bisschen komisch, aber das hat er auch toll gemacht. Super! Wie immer, alles tippitoppi. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es sehr, sehr anstrengend für ihn war, auch für mich. Weil ich habe natürlich immer versucht, ihm zu helfen, irgendwie so in der Länge der Bahn immer wieder zurückzuholen und so, dass er da nicht zu schnell wird. Aber das hat er gut gemacht. Und einmal hat er sich sehr erschrocken und war dann sehr, sehr spannig, als der Kameramann auf der Tribüne langgelaufen ist. Das hat er so im Augenwinkel gesehen und ist dann ganz spannig geworden und auf der Stelle getänzelt. Ja, mehr machen als streicheln kannst du da ja nicht. Also habe ich ihn immer schön fleißig weiter gestreichelt, einfach woanders hingeritten. Und als der Kameramann da dann wieder weggegangen ist, war auch wieder alles super. Aber solche Momente gibt's halt auch. Aber das hat er gut gemacht. Besonders der Galopp, der macht natürlich aber auch am meisten Spaß. Und als sie gesagt hat, möchte jemand noch galoppieren? Ich natürlich gleich, ich. Und was sagt die Sprecherin des PSV ILO? Nächste Woche kommt ihr wieder, genau. Da erwartet euch auf ganze Hallenlänge, also 80 Meter, ein Indoor-Geländetraining. Das heißt, wir haben ja auch einen Vielseitigkeitsplatz, wo im Frühjahr, also im Mai, ja auch die Turniere stattfinden, also Vielseitigkeitsturniere. Die mobilen Hindernisse von dort holen wir hierher, stellen die in die Halle und versuchen halt, einen möglichst naturnahen Parcours hier aufzubauen. Das heißt, Jost war heute Vormittag schon unterwegs und hat ein paar zu groß geratene Weihnachtsbäume organisiert. Die stellen wir in die Reithalle und dann wollen wir mal gucken, was das hier wird. Also Indoor-Geländetraining auf 80 Meter. Und wie Happy, Chapeau und Vicky das so meistern, das sehen wir beim nächsten Mal.
Für ganz Ungeduldige stehen neue Filme schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Auch kann man dort viele Filme in der Uncut-Version sehen, sowie Podcasts und Tutorials von Ariane zu den verschiedensten Themen für Reiter und Pferdehalter. Wir wünschen euch viel Spaß und alles nur erdenklich Gute. Euer Hofeicheneck-Team. I'm in your warm embrace.